Hallihallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute mal Schwertransport mit dem Scania S77 und einen Leo 2 A5. 55 Tonnen haben wir heute hier geladen. Wir werden im winterlichen Setting versuchen, unsere Ladung pünktlich und natürlich unfallfrei ans Ziel zu bringen. Unfallfrei. Ja, gucken wir uns das einfach mal an. Hier wunderschöner LKW und ja, wenn ihr sagt, hey, warum macht ihr das nicht einfach mal in einem Livestream, einem SCS-Livestream? Dann ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann werden wir uns auf jeden Fall mal diesbezüglich ein bisschen auseinandersetzen. Hier diesen schönen wilden Auflieger. Ja, vielleicht haben wir ja irgendwann mal wirklich einen wilden Auflieger. So, das Modell ist jetzt nicht so hundertprozentig. Man merkt, ist nicht mehr up-to-date, ne? Aber wie gesagt, wir werden den jetzt einfach mal als Ladung nehmen. Und ich hätte wirklich Lust, das auch mal in einen SCS-Livestream zu machen. So, gut. Da ist das Prachtstück. Wir setzen uns rein. 77, ja, das Beste, was der Maximus kriegen kann. Oder die Bundeswehr. Aber erstmal hier, meine Sekretärin. Gut, dann stellen wir erstmal alles ein. Dann würde ich sagen, fahren wir mal gemütlich los unseren Schwertransport. Oh, fein. So muss es sein. Oh, schön. Ach, herrlich. Huch, fahr ich da lang. Ein bisschen vorsichtig fahren. Alles, was geht hier an Leistung. Ich finde es cool, wenn man noch so nur solche Lackierung, ja, ganz normale getarnte Lackierung, macht aus einem LKW schon wieder eine ganz andere, ja, wirkt irgendwie schon wieder ganz anders. Und dann auch im Winter einen schönen Panzerjom. Wir sind ja, wie gesagt, in Spanien. Bundeswehr ist in Spanien eingeritten. Nee. War einfach nur eine Übung. Oder ein Test. Die klimatischen Verhältnisse sind ja hier ein bisschen anders. Und ja, dann gab es eben nicht die Möglichkeit, den Panzer wieder zurückzuführen. Also haben sie jetzt erstes geschafft. Ein potenziell guten LKW-Fahrer ranzukriegen, der hier diesen Panzer wieder abholt. Oh Mann, ich erzähle wieder Müll. Okay. Oh, fein. Er hat natürlich jetzt ein bisschen Überbreite. Aber ist jetzt durch das Gewicht müsste. Jetzt mal eine Frage an euch. Wir haben jetzt 55 Tonnen. Ja. Haut eigentlich nicht so hin, weil müsste wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein. 55 Tonnen war ja der andere hier, der Panzer hier, der A4er schon. Der ist definitiv ein bisschen schwerer, wahrscheinlich 60 Tonnen. Wenn auch mit dem Auflieger. Ja, das wäre richtig cool, wenn man jetzt hier irgendwie mal so eine Waage hätte, mal sich raufzustellen. Sieht das nicht schön aus? Och, herrlich. Wir haben 288 Kilometer hier im Winter. Uiuiuiuiui. Ey. Oh, ist das schön. Guckt euch das mal an. Sieht das nicht schön aus? Oh, herrlich. Mal sehen, ob ich das als Premiere mache oder so. Ja, auf den Sonntag, wenn eh schon keine Leistung oder so kommt, dann kann man das ja vielleicht als Premiere machen. Hier auf Geschwindigkeit. Muss auch ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir hier irgendwann mal hier ausrutschen. Ach, herrlich. Gibt natürlich die Lackierung, ist im Steam Workshop, muss da einfach mal ein bisschen schauen. Und den Aufleger kann ich ja gucken, ob ich den auch dann noch einmal schaden. Gibt es, glaube ich, nicht im Steam Workshop. Das ist halt schade eigentlich.
Und ihr könnt natürlich auch andere LKWs mit anderen Lackierungen machen. Für den Truck hier gibt es 3 verschiedene. Aber die sind jetzt nicht so, wo ich sage, das passt jetzt zum Military-Transport. Das ist so jetzt eine NATO-Lackierung. Ja, schon ähnlich aus wie die Lackierung beim bei der Bundeswehr. Und da kann ich euch ja mal eine Geschichte erzählen, wenn wir schon mal dabei sind. Also, Maximus, Achtung, erzählt mir eine Geschichte. Wenn euch die gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen geben. Also, es war so in Braunschweig, wo ich dann nach der Grundausbildung versetzt wurde, also von den Grenadieren, 332, war es 332 in Wesendorf, und sein Weg dann zur 724 nach Braunschweig versetzt worden, um Panzerfahrer zu machen. So, dann hat man sowieso seine Panzerführerschein gemacht. Und dann sind wir wieder zur Stammeinheit nach der Ausbildung in Augustdorf, wieder nach Braunschweig. Und dann hieß es, weil keine Lehrgangsteilnehmer, also ich war dafür da, die Panzerkommandanten mit auszubilden, im übertragenen Sinne. Also ich war der Fahrer und die mussten quasi die Gruppe anweisen, die Kommandanten. Ne? So, und dann war halt kein Lehrgang da gewesen und wir sollten die Panzer vorbereiten. Und TD machen, immer wieder rein, naja, und Schrotz machen. Und dann hieß es, ja, ihr sollt die Panzer mal malen. Im Keller sind Farben. Ihr seht ja, wie es ist, macht den richtig sauber und dann malt einfach mal ordentlich Farbe auf. Wenn du richtig dran warst, da war eine Schicht Farbe oben. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, dann haben wir den Panzer malt. Wir gehen zum nächsten Panzer, malen ihn noch an. Also haben wir die ganzen Tage immer schon gemalt. Und dann kam einer von der Führung, guckte auf die Farben, schreite uns an, ob wir nicht ganz dicht sind. Da haben wir das falsche Grün. Wir haben LKW-Grün genommen und nicht dieses Grün für den Panzer. Und da konnten wir den ganzen Mist nochmal von vorne machen. Wir hatten, glaube ich, hatten wir 2 oder 3 Panzer schon bemalt. Dann konnten wir das alles nochmal machen. Das ist aber hier. Ach du Sch... Ach, Jemine. Ja, weil das hat natürlich auch eine Bewandtnis des Grünen. Das haben wir erst im späteren Verlauf, weil da noch andere Sachen mit drin sind. Wegen Radarabsorbierung und und. Ja, damals ist man das falsche Grün genommen. Herrlich. Aber ich, ganz ehrlich, wenn man so, sagen wir mal, 5 Meter weggestanden hat, es sah schon richtig cool aus. Ja? Es sah schon, es gab natürlich auch dann so eine Richtlinie, so und so viel Grün, so und so viel groß sollen die Flecken sein und. Hier sieht man zum Beispiel, der ist einfach nur Oliv. Der hat jetzt nicht so eine, ja, natürlich das, was auffällt, schwarz war, dann haben wir da auch schwarz gemalt. Das ist gar kein Problem. Mit dem waren wir ja auch nicht. Aber war interessant, also es hat mir auf jeden Fall, naja, wo sollte man wissen, Panzergrün. Könnt ihr auch die Vorschriften lesen, ne? Naja, klar. Lesen wir uns das durch da beim Panzer. Nee, war aber auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Mit so einem Eisenschwein überhaupt mal zu fahren. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte Angst gehabt, die erste Fahrt, wenn man aus der Kaserne rausfährt. Und man hat seine Ausbildung geschafft. Und dann trotzdem zur Übung fahren, weil das war ja so in Braunschweig, du bist ja wirklich auf öffentlichen Straßen gefahren. Die Leute haben rechts und links ihre Autos geparkt. Du hast dann quasi so Schlängelfahrt gemacht und warst dann auch angewiesen auf die Leute da oben im Turm, dass die dir sagen, rechts gerade, links gerade. Ja, also so hat man ja dann immer quasi kommuniziert, ne? Um dann mit dem Fahrzeug nicht die anderen Verkehrsteilnehmer wegzurammen. Obwohl, nach dem
ich dann rausgegangen bin, in 10 Monaten, dann habe ich nur gehört, dass da einer komplett 3 Autos weggenagelt hat. das geht schnell. Und gerade wenn du denn fährst, ja, den auch eine Laterne, das war halt blöd, wenn man aus der Kaserne rausgefahren ist, musste man scharf links fahren. Und dann stand noch so eine blöde Laterne. Das, man vergisst dann, also sollte man eigentlich nicht vergessen, dass man ja in der Mitte lenkt. Also wenn du scharf einlenkst, dann dreht sich der Arsch ja genauso im Verhältnis wie der vordere Teil. Das ist ja nicht so wie beim Auto oder beim LKW, dass du es so mitziehst. Ja, du drehst dann einfach und dann drehst du den Arsch und dann hat er hier so eine Laterne. Klick! War jetzt nicht komplett umgesäbelt, die war dann ordentlich. War denn das? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Irgendwas war mit der Laterne gewesen. Da hatte ich immer Angst. Weil die Vorgänger, also, ja, sagen wir mal, die Obergefreiten, man war selber ein Gefreiter, haben mir dann so richtig Angst gemacht, da musst du aufpassen, das, 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 und da musst du darauf achten. Boah. Ja, ja. Ah, ja. Aber im Endeffekt, da habe ich das gut gemeistert und habe mich denn sehr wohl gefühlt in Lanza. Habe ich meine 1000 Kettenkilometer geschafft. Das kann ich nicht mehr. Ich habe irgendwo mal. Irgendwo hatte ich mal so eine Übersicht gehabt. Also so ein Fahrtnachweisbuch habe ich mir mal kopiert gehabt. Das ist, in der Kampfkompanie wirst du nicht so viel, wenn zu damaligen Zeit. Haben nicht so viele Kilometer geschrubbt, weil da waren dann vielleicht zwei mal rausfahren, dann mal auf dem Truppenübungsplatz. Das war's. Und wir waren ja eigentlich ständig immer draußen. Ne? Wegen der Ausbildung, dass sie ihre Lehrgangsergebnisse und Pflichtaufgaben erfüllt haben. Und mit schön viel Kilometer schrubben. Ne? Dann halt Übungsplatz und. Ja, war schön. Ich würde gerne mal wieder mit so einem Panzer fahren. Aber dieser ganze Schrutz, der noch im Vorfeld ist, die ganze Vorbereitung und Nachbereitung, ups, darauf hätte ich dann keine Lust. Ja, oh. Mann. Aber es lässt sich auf jeden Fall gut schlafen im Panzer. Wir waren mal auf dem Panzer. Bei der Ene ist ausgefallen, den haben sie dann irgendwie reingeschleppt und die Leute sollten dann trotzdem draußen quasi in diesem Verfügungsraum, wo wir standen. Wir waren halt ein Zug mit 4 Panzern, den haben sie abgeschleppt und die anderen 4 Leute sollten sich dann halt verteilen auf die anderen 3 Panzer. Die waren alle dann bei mir. Ja, gut, du hast da hinten die Heckplatte. Panzer liegen, oben hat einer gelegen, vorne hat einer gelegen, 2 im Panzer. Der Richtschütze hat natürlich einen richtig blöden Platz, da kannst du nicht so richtig pennen. Das ist ja blöd, die schlafen am meisten immer draußen oder der Kommandant. Aber der Ladehammer, der hat eigentlich genug Platz. Der Fahrer, du kannst den Sitz richtig schön nach hinten stellen. Du musst aufpassen, dass immer die olle Lehne nicht im abfällt. Und dann machst du Grunzi. Genau. Ach, war schön. Das waren Zeiten. Dann haben sie Braunschweig geschlossen, ne? Weil ja die Panzertruppe nicht mehr so. Sie haben es nicht mehr für nötig gehalten, dass man da noch so eine schwere Panzer. Armee noch hat, weil ja der Feind offiziell nicht mehr da war. Jetzt kriegen sie langsam Ofensausen, weil der Russe wieder seine Truppen irgendwo wieder aufmarschiert und guckt, wie die NATO reagiert. Ne? Ich hoffe aber nicht, dass da irgendwann mal was passiert, dass sie alle ganz ruhig bleiben, weil das ist für keinen irgendwo zielführend. Wer dann im Endeffekt gewinnt, es verlieren alle. Ja. Ob ich mir nochmal zutrauen würde, mit dem Panzer zu fahren? Ja. Ich habe ja dann wieder einen Steller gemacht und bin dann wieder zur Panzertruppe und dann
ich ja einen auf Richtschütze gemacht. Und das würde ich mir jetzt nicht mehr zutrauen, Richtschütze. Das war schon... Ich will mal nicht sagen, ich war übermäßig gut. Ich war aber auch nicht übermäßig schlecht. Also ich war normal. Ich habe auf jeden Fall die meiste Munition verschossen bei der Richtschützenübung, weil... Ja, mein Ladehammer immer die falsche Munition getastet hat. Also der hat definitiv komplett versagt. Beim leichten Ziel bekämpfen geht man ja aufs MG. Da habe ich halt das Turm-MG genommen. Und wenn der Ladehammer jedes Mal eine Störung verursacht, weil er den Zufuhrgurt für die Munition falsch rum reinsetzt und der nur einen Schuss abgibt und dann schon wieder Störung, bis wir dann mitgekriegt haben, der Trottel hat das immer falsch rum gemacht. Und genauso wie beim Schießen muss der beim Panzer, hier bei der Bordkanone, muss der viele Sachen einstellen. Ob es nun Temperatur, Pulvertemperatur, Luftdruck, Höhe über Null, dann, was war noch gewesen? Ach, noch viele, viele Fehlerwerte. Und das zu jeder Munitionsart. Und du hattest zwei Munitionsarten, MZ und KE. Und ja, wenn derjenige dann halt, wenn du eine KE, nee, eine MZ auf leicht gepanzerten LKW eingestellt hast oder Schützenpanzer, MZ, ist hier nicht. Ist egal, und der hat immer eine KE, dann schießt du sonst wohin. Also Unterschiede, wirklich. Und die Fehlerwerte kannst du nicht auf einen anderen Panzer reingeben, weil jeder Panzer wird im Vorher, ja, im ersten Moment dann ja, jeden Tag eingestellt. Ne? Deswegen trifft er auch ganz gut. Kannst auch einen Hubschrauber unterschießen. Also Simulator habe ich es auf jeden Fall geschafft, Hubschrauber Querfahrt oder Querflug, bam, zu treffen. Ich muss auch sagen, ich habe schon ein paar Mal probiert. Das ist, wenn du deine Übungsaufgaben erledigt hast, da haben wir ja so eine Szenarien gespielt, sag ich mal jetzt gespielt, um einfach mal auszuprobieren, ein bisschen locker zu werden. Weil das ist ja so, wenn du da drinnen sitzt und du musst also bam, 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 das musst du machen, zack, 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 dann bist du unter einem enormen Druck und möchtest nichts falsch machen. Und wenn du dann der Druck nachlässt und du einfach, ja, dann mal ein bisschen so Gaudi machen kannst, dann lernst du ja trotzdem. Ja? Üben, üben, üben. Dann auch so dann eine halbe Stunde noch ein bisschen weiter und dann freut man sich, wenn man will sich jeder so ein bisschen messen, wer schafft es. Und ja, ich weiß nicht, beim dritten oder vierten Versuch habe ich das erste geschafft. Aber ihr könnt es ja nicht vergleichen mit einem richtigen Simulator. Das war 2002, genau. Ja, das sieht schon richtig übel aus. Wie gesagt, das sah so richtig übel aus. Und wir sind da. Ach, dann war ich das nie als Premiere. Brauchen wir ja nicht. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen wieder unterhalten. Maximus und wieder seine Bundeswehrgeschichten, ne? Oh. Wo machen wir es doch als Premiere? Nochmal. Vielleicht auch nutzen. Ja, vielleicht auch Vampire. Eine andere Zeit machen. Oh, fein. Schön in Spanien mit Palmen. Hier liegt Schnee. Ja, ich muss so sagen, das war. Ich wollte diesen Panzer auch haben jetzt. Den gab es jetzt mit einer einigermaßen guten Reichweite, oder man sagen kann, jetzt kann man das so ein bisschen fahren. Gab's du hier? Oh. So, jetzt haben wir das Problem, weil ich nicht hier sehe, wo hier das X ist. Ah, ganz toll. Wird denn jetzt hier das End. Wird denn jetzt hier das X sein hier? Ah, ganz toll. Wo kann ich jetzt abgeben?
wer ist er hier? Ach, hier habe ich es gefunden. Hier ist es. Ja, man sieht es schon, ne? So, pass auf, das ist da hinten. Dann fahren wir nochmal nach hinten. Ah, schön. Ich bin ein Bundeswehrsoldat, ein toller Typ. Gucken wir mal, ob wir da jetzt einparken können. Ja. Gut. Und. Mal schauen, ob wir das so hinkriegen. Runter. Ah, wunderschönes Wetter haben wir. Oh, nee, nee. Ist alles noch im Rahmen. Okay. Machen wir mal. So, mal schauen, ob wir, wie oft wir brauchen, um den jetzt hier da hinten reinzusetzen. Ja, das ist natürlich sehr, sehr übel. Gar nicht so richtig rum jetzt. Das ist ein bisschen doof gefahren von mir. Das ist ja gar nicht, ey. Boah. Das ist nicht so clever gewesen von mir. Ich glaube, ich stehe zu weit drüben. So, nochmal. Die Sendung verschiebt sich um weitere Stunden. So, jetzt sieht es auf jeden Fall besser aus. Boah, ist aber kalt an der Nase. Hey, würde ich eigentlich auch fühlen, wenn wir hier vom Wirtin noch so einen Auflieger kriegen würden. Warum nicht? Jetzt haben wir endlich mal wieder ein bisschen Schwertransport gehabt. Ne? Das war ja auch schon mal überfällig. Feini. Jetzt hoch, die Scheibe. Oh, was die jetzt hier mit dem Panzer machen, keine Ahnung. Wir hinterfragen das einfach mal nicht. Und wir geben unsere Sache ab. So, das war's. Schwertransport. Ja, CO2 A5 und wieder eine schöne Weihnachtsgeschichte von mir. Ich und die Bundeswehr. Naja, ewiges Thema. Und ja, dann würde ich einfach sagen, machen wir hier Feierabend und wünsche allen noch einen schönen Sonntag. Nächster Livestream wird wahrscheinlich dann am 28. sein. Mit diesen Worten mache ich dann erstmal Feierabend und wir sehen uns. Ich sage haut rein, macht's gut. Bye, bye.